Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Silvio. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough, das wir heute vielleicht sogar zu Ende bringen, zumindest von diesem ersten Teil. FM Pengjiani. Mein Auto ist da. Ich sehe sonst nichts. Wir sind auf einer Brücke anscheinend. In welche Richtung müssen wir denn gehen? Ich meine, das verrät uns bestimmt unser Mikrofon. Anscheinend in die da. In die Richtung ist nichts. Okay. Let's light a swallow the bridge. Guess I'm walking from here. Okay, aber ich würde gerne noch vorher ein paar Sachen hier mitnehmen, vor allen Dingen Nägel. Da wir wahrscheinlich es mit feindlichen Kreaturen zu tun bekommen. Kommt das auf mich zu? Nein, okay. Nichtsdestotrotz ist da irgendetwas, was wir wahrscheinlich abschießen müssen. Eine riesige Mauer. Brechen wir ein? Sieht ganz danach aus. Und das ist nur ein bisschen doof, dass das Auto so weit weg ist, dass mein Munitionsvorrat. Hier oben scheint aber auch irgendwas zu sein, oder? Wow! Und dann auf einmal so ein Ast entgegengeflogen. Ja, es klingt eher, als wäre hier unten etwas. Ich komme! Never hate? Heatherhead. Ja, close enough. Hier ist aber noch mehr. Aber wo? Und wir sind auch nicht mehr allzu weit von unserem Hauptziel entfernt. Da müssen wir auch aufpassen. Das bewegt sich jetzt auch auf uns zu. Dann lassen wir es doch einfach mal kommen. Ja, da sehe ich es auch schon hinter den Zäunen. Komm mal hier durch. Dann werde ich mich mit dir befassen. Hier kommen. Eins, zwei, drei. Verständlich wie immer. Start. Okay. Das ist jetzt da hinten und es kommt nicht auf uns zu. Das ist gut, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Oh Gott, ey. Kann man hier nicht hoch? Das ist eine Treppe. Kannst du die nicht hochlaufen? Ja, dazu fähig, eine Treppe zu laufen. Ey, ich wäre da gerne reingegangen. Was haben wir denn hier? Da haben wir ein bisschen Munition. Ich weiß nur nicht, ob die gegen das Ding helfen. Hier ist doch auf jeden Fall noch irgendwo was. Oder ist es da drin? Schweine. Das könnte natürlich auch unter uns sein. Ist hier irgendwas drin? So ominös. Kann ich hier reinspringen? So, das bringt überhaupt nichts. Aber ich kann von hier aus da drauf schießen. Da brauche ich aber echt Steine. Flieg und Sieg! Okay. Ah, es hat funktioniert. Gerade so. Dann schauen wir doch mal, ob da irgendetwas drin ist, was uns interessiert. Zum Beispiel Geister. Ja, wir müssen einiges finden. Unter anderem halt auch so... Als ob hier keine Entität ist. Das ist so fucking laut. Was ist das?
irgendwas, was später wichtig wird. Ich kann es ja nicht mitnehmen, wenn der Geist es mir nicht sagt. Aha, hier ist jemand. Das habe ich nicht verstanden. Black Legs, okay, whatever you say. Aber hier sind auch noch mehr. Ganz eindeutig, also vielleicht unter uns, aber... Ja. Gut, gehen wir erstmal eine Etage tiefer. Schauen mal, was da dann so abgeht. Weiß nicht, ich glaube, ich will lieber von innen dahin. Ja, ich glaube, Steine sind nicht so sinnig. Dann nehme ich lieber so Bolzen mit. Und eine neue Gasflasche wäre wahrscheinlich auch ganz sinnig. Irgendjemand hier? Vielleicht hier so in dem Stand? Nicht? Oder hier oben? Hier oben ist jemand. It's blue. It's cold. Ja, ich werde wohl nie so ein audiovisueller Geisterjäger, wenn ich die Geister nicht mal verstehe. Oh, da ist auch jemand. Appearance? Heathens oder Heathens. Okay. Ich sage ja, ich verstehe auch nicht, wie man das genau verknüpfen soll. Für mich ist das bisher alles sehr random. Kommt der schon auf uns zu? Nein. Aber er wird hier gleich irgendwo sein. Jetzt kommt er auf uns zu. Aber ich finde das gerade ein bisschen doof, dass ich nicht sehe, wo er ist. Weil so weit ist er gar nicht mehr entfernt. Da ist es. Okay, frisst du Bolzen? Antwort ist ja. Funktioniert genauso gut wie Nägel. Scissors. Trust. Hat. Noch was? Ne, Scissors und Cut. Du irgendwo? Also wenn du irgendwo bist, empfange ich gerade kein Signal. Das macht mich immer nervös. Wenn das Ding nirgendwo zu hören ist. Das heißt, es kann nämlich jeden Moment irgendwo auftauchen. Wie soll ich denn da oben dran kommen? Hier ist eins... Achso. Das ist ja einfach. Was ist es? Nichts zu sehen von dir. Und von deinen Kumpanen ist ja auch nichts zu hören. Auch wenn hier irgendwo noch welche rumgeistern. Das ist eine komische Brücke hier. Geht so querfeldein. Warning, do not feed the animals. Was für Animals? Also hier ist auf jeden Fall noch irgendwo einer. But where? Vielleicht hier in dem Gebäude wahrscheinlich. Ah, oder hier. Codeless. Codeless. Ich weiß wirklich nicht, was ihr mir sagen wollt. War das der, den ich gehört habe? Nee, hier ist noch irgendwo einer. Das ist auch gar kein Gebäude hier, das ist eine Wand. Vielleicht oben auf der Wand? Naja. Wir sollen irgendwas cutten. Sollen das da cutten? Von der Seite hier? Antwort ist ja. Dann können wir hier nämlich rein. Und runterrutschen.
Was war das für ein Geräusch? Das hörte sich an wie ein Reißverschluss. Was zur Hölle? Hör mal auf, an deiner Jacke rumzuspielen. Hallo? 1, 2 oder 3? Eins. 3. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Ich meine. Ach so. 1. Das ist ein Hebel. Ich dachte, das wäre was zum Durchschneiden. Oh, meine Güte. Sagen, warum hört das nicht auf? Stop it! Wir gehen immer automatisch daran vorbei. Der will mich wohl verarschen. So, ganz vorsichtig auf die Position ungefähr. So, und jetzt du, mein Lieber. So, einmal rum. Und er hört nicht auf. So, ganz vorsichtig jetzt, Stück für Stück. Und jetzt den hier? Dein Ernst? Komisches Ding hier. Du Penner! Läuft das noch eine Runde? Glaub nicht, oder? Ach, das macht die verschiedenen Tore auf. Jetzt verstehe ich's. Lauf trotzdem einfach durch, wir schaffen das schon. Sag ich ja. Einfach sprinten. Mit Gewalt lässt sich alles lösen. Oh oh. Da ist das Vieh wieder. Komm her. Piu. 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 Gesundheit. Note, Key und Hatch. Es kommt nicht auf uns zu. Und es ist ein Stück weit weg. Haben wir hier denn noch irgendetwas anderes, was wir hören wollen? Ich glaube erstmal nicht. Klingt nicht so, als wären hier Geister unterwegs. Okay, dann die Frage. Ich glaube, ich will wahrscheinlich hier rüber. Das ist sinniger, ne? Weil wir hier noch nicht waren. Hier ist irgendeine Tribüne und hier ist auch jemand. Auf der Tribüne vielleicht? Irgendwo hier doch. Nebenan vielleicht? Ja, genau hier. Holy shit, du bist ganz schön laut. Conjured. Conjoined. Ja, so viel habe ich schon herausgefunden, dass da ganz viele Leute in diesem einen Ding sind. Aber alles andere, was ihr mir sagt, wirkt noch wie ein Rätsel. Ich gehe schon wieder ziemlich nah an das Ding dran, ey. Ab wann kommt das auf mich zu? Das ist die Hedge. Vielleicht ab 20? The terrarium. I hope there's no bugs left.
Ab wann trigger ich dich? Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt mit ihm reden müssen. Also auf jeden Fall ist hier noch einer. Roadmouth, okay. Hallo? Was ist wieder mit ihrem Reißverschluss? Scheint bisher nicht zu kommen. Key. Ist auf der anderen Seite da. Was haben wir denn hier überhaupt? Oh, das ist schwer zu lesen. Nee, das tue ich mir nicht an. Das ist zu viel Text dafür. Der Key ist wahrscheinlich hinter der Tür hier. Die Kombination kennen wir noch nicht. Meine Güte, ey. Ah, da bist du. Piu. Piu. Und weg mit dir. Wir haben nur noch einen Nagel. Fein. Fein, lean and board. Okay. Ist wieder nicht zu sehen und zu hören. Yay. Was haben wir denn hier drin? Hier sind Bälle drin. Ich hätte gerne irgendetwas, womit ich mich verteidigen kann, gegebenenfalls. Und ich brauche wahrscheinlich auch einen neuen Dingsterbumster-Behälter hier. Neues Gas. Weiß nicht, ob ich vielleicht mal eben zum Auto soll. Wobei, hier sind die Bolzen, die gehen ja auch. Durch mein neues Gas wäre hier um die Ecke, oder? Ja, da. Ja, dann ist alles in Ordnung. Naja, bis auf, dass ich das Vieh nicht höre. Aber naja. Sein? I don't know. Hier ist immer noch irgendwas. Ich weiß nur echt nicht wo. Warning, do not feed the animals. Ich denke mal, ich soll irgendwas mit dem Sein machen, weil ich weiß nicht, was mir das jetzt so sagen soll. Do not feed the animals. Hatch, Keyboard. An den Key komme ich offensichtlich nicht dran. Die Hatch, dafür brauche ich einen Schlüssel. Und das Board ist auch irgendwo hier hinter. Das ist ein toter Vogel mit einem Band. Das ist Nummer 1. Aber ja, ich sag ja, am besten hört man sich das in der richtigen Reihenfolge an. Ja. Das ist schön, wenn ich das hier umwerfen könnte, damit ich einen Shortcut habe. Aber nein, so nett ist das Spiel anscheinend nicht. Note vielleicht da oben. Gehen wir mal dahin. Die Note gibt uns bestimmt eine Nummer, wie wir da rein können. Dann können wir da durch die Tür und uns einen Schlüssel holen für die Hatch. Und dann weiß ich auch nicht. Gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, was wir mit dem Board sollen. Hopp. Die Note. Ach, die Note ist hier das Ding hier drin, was ich gerade nicht mitnehmen konnte. Das doch bestimmt, oder? Nicht? Was ist denn das dann? Note ist der Code, ja. Denk mal nicht, dass wir den selber eingeben müssen. Ich gehe mal eher davon aus, dass wir, also, dass wir die Note einfach nur brauchen, damit unser Charakter das weiß. So, und jetzt gehen wir zu dem Keypad. Wo war da nochmal der Eingang? Irgendwo hier vorne, ne? Da. Let me in, ich habe die Nummer. Nicht, dass hier irgendwer spawnt. Hallo? Okay, machen wir hier mal alles an. Jetzt müssten wir auf jeden Fall Strom haben, aber hier müsste doch auch irgendwo
Der Schlüssel ist nicht in diesem Raum. Was ist das denn hier? Aber wie kommen wir denn dann zum Oh, hier ist das aufgegangen. Der Schlüssel ist hundertprozentig für die Hatch. Das Board ist dann auch nochmal in einem extra Raum. Haben wir noch irgendwo solche Wände gesehen? Wie kommen wir darüber am besten? Wahrscheinlich nicht von hier. Ich wollte nur mal auch gucken, ob hier irgendwo ein Eingang ist für das Board, aber das sieht nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir wohl außen rum. Ich gehe mal zumindest davon aus, dass der Schlüssel für die Hedge ist. Ich wüsste nicht, wofür sonst. Was haben wir denn hier? Hier ist auch noch etwas, was wir reparieren müssen. Ja. Aber wir haben ja irgendwas Drittes auch noch geöffnet. Ist halt nur die Frage, ob das überhaupt da drin ist oder irgendwo anders. Na gut. Hedge. Wie kommen wir zu Hedge? Wo ging das nochmal lang? Hab's vergessen. War das irgendwo hier drüben? Ja. Mein Kurzzeitgedächtnis lässt mich im Stich. Es war doch irgendwie hier runter zu... Nee, nicht über die Tribüne. Von der Tribüne kamen wir raus. Wie kamen wir zur Hedge? Wo war denn dieses Puzzle mit den... Mit den Lever? Ach, das war hier unten. Hier rein, genau. Hup. Hier ist uns irgendwo was geöffnet? Jetzt mal nicht danach aus. Unser Freund ist da. Hey. Art? Door? Noch was? Nur Card und Door. Okay. Bist du jetzt irgendwo? Nein. Das heißt, du wärst wieder irgendwo in Existence spawn. Hoffentlich nicht an... Was zur Hölle war das? Hoffentlich nicht an einem nervigen Ort. Hier ist schon mal das Board. Was ist hier drin? Schrauben. Nehmen wir die auch einfach mal mit. So, ja, so lange wir noch können. Ja, hier ist das Board. Und was fange ich mit dem Board an? Anscheinend gar nichts. Aber hier scheint auch irgendwo wer zu sein. Und macht sehr merkwürdige Geräusche. Alter, du immer mit deinem Reißverschluss! Das ist ja schlimmer als alles andere! Oh. Hm. Ich weiß nur echt nicht, was ich mit dem Board mache, weil irgendwie kann ich damit gerade nicht interagieren. Ich meine, es ist auch ein bisschen schwer für uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Lean. Ja, aber das Board oder irgendwas anderes? Wahrscheinlich irgendwas anderes, so wie ich das verstehe. Ansonsten können wir ja mal zu den neuen Begriffen da gehen. Card und Door. Müssen wir wahrscheinlich nur wieder das Puzzle aktivieren, weil wir anders hier nicht rauskommen. Wäre schön, wenn das nur ein einmaliges Puzzle wäre, aber naja. Renn! Geht gerade so. Ich finde das nicht so schön, was das Mikrofon da hinten aufnimmt. Das ist halt so, vor allem, wenn es dann still wird, wenn man es wegnimmt.
keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier rüber. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwo jemand. Aber wahrscheinlich hinter der Wand da. Alter! Der Reißverschluss gibt mir immer einen halben Herzinfarkt. Hierfür haben wir jetzt auch nichts gefunden, oder? Nein. Door und Card. Ich weiß gar nicht, wie wir zur Door kommen. Oder dementsprechend auch zum Card. Ganz merkwürdig. Hier scheint es ja auch nicht zu sein. Hier ist aber wieder irgendeine Person in der Nähe. Hier hinter ist das Card. Man müsste sich da nicht da gerade gewesen sein? Das Level ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Das ist ein Irrgarten. Was ist denn mit dem Schild hier? Das kann ich mitnehmen. Ich muss mich nur direkt dagegen stellen. Vielleicht brauche ich das sehr wahrscheinlich da unten irgendwo. Ja. Gut, dann können wir direkt nochmal zur Hedge rein. Hier. Ich glaube, das muss ich nämlich irgendwie an das Board lehnen oder sowas. Was auch immer mir das bringen soll. Vergessen, dass ich die Taschenlampe ausmachen kann, ey. Aber nee. Aber das ist auch das, was mich wundert, ist hier, kann ich überhaupt nicht mit interagieren. In keinster Weise. Ja, okay. Ja, es war das Schild. Jetzt das Brett. Da. Wird mit hochgehoben. Jetzt kann ich auf die obere Tribüne. Oh, hi. Kann ich dich von hier aus treffen? Anscheinend schon. Was? Vent? Grober? Und noch eine Door? Spiel, geht's dir gut? Vent, Grober und... Da stand zwar nochmal Card, aber es ist nochmal Door. Wieder nirgendwo zu sehen. Beziehungsweise zu hören. Oder wieder noch. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo jemand, oder? Hier unten? Ist das ein Pool? Aus wie ein Pool. Hallo? Irgendjemand da? Das Ding brauche ich. Hier vielleicht? Dahinter oder so? Weil hier scheint keiner direkt zu sein. Oder ich finde zumindest niemanden. Aber hier können wir auf jeden Fall... eine Shortcut freischalten. Schon mal besser. Ja, also wir haben auf jeden Fall zweimal Door und nicht zweimal Card. Aber ich meine... ja, er hat Crowbar, Vent und Card gesagt, aber eigentlich hätte es Crowbar, Vent und Door sein müssen. Naja. Ist ja auch egal, wir sehen es ja. Vielleicht ist es ja auch ein Card und das ist falsch beschriftet, aber... I don't know.
Ist hier irgendwo irgendjemand? Hier oben drauf? Ja, wahrscheinlich unter mir. In dem Labyrinth. Oder auf dem Dach? Kann ich überhaupt aufs Dach? Das ist kein Dach. Wunderbar. Hier oben ist trotzdem keiner. Ja gut, können wir hier irgendwie in das Labyrinth rein? Ja, hier. Ich wette, ich muss Hebel betätigen, um Sachen zu verschieben. Wusste ich. Aber macht das nur den Hebel hier? Es macht auch den anderen. Das heißt, ich muss es wahrscheinlich abschießen. Geht das damit? Nein. Was ist denn mit dem Hebel hier? Ah, I get it. Ja, ja, ja. Du auf. Und du. Und dann warten wir hier. Ich hätte vielleicht ein bisschen Zeit lassen sollen dazwischen. Lauf! Und jetzt? Was macht das? Okay, das macht das zu und das offen. Und der Hebel hier? Macht das offen? Man hier wahrscheinlich raus kann? Hier ist doch irgendwer, oder? Erstmal gucken. Hier anscheinend nicht. Aber irgendwo ist hier jemand. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier hinter jemand ist, aber da will ich eigentlich jetzt nicht durch. So. Ja, komm, betätigen. Bitte betätige den Hebel. Jetzt bin ich eingesperrt. Kart, das packen wir einfach in unseren Rucksack. Okay. Jetzt bin ich aber wirklich eingesperrt. Oh, ich kann den Hebel betätigen. Okay, dann wollen wir trotzdem nochmal da rein, weil ich glaube, da ist ein Geist zu drin. Achso, nee, ich muss... Was muss ich jetzt machen? Achso, hier durch, genau. Und hier ist keiner, aber hier doch bestimmt, oder? Nicht! Ich meine, gut, hier hätte ich ja vorher reingehen können. Hier war ich sogar drin. Aber hier muss doch irgendwo einer sein, das hört man doch. Warte mal, was macht der denn hier? Ich glaube, er ist hier unten. Smokey. Wer hätte das gedacht? Ja komm, neues Glas. Und was ist das hier? Das ist eine Tür. Okay. Ich habe zwar nichts gedrückt, aber sie hat es automatisch dahingesetzt. Aber was sollen wir denn jetzt damit anfangen? Jetzt steht er da. Und jetzt? Ich meine, wir haben auch noch Vent. Können wir das nochmal betätigen? Anscheinend nicht. Das bleibt jetzt einfach offen. Wow! Was war das? Das war gerade Supersprung hier, ey. Wie habe ich das denn gemacht? Wow! Das ist lustig. Ah, braucht aber genaues Timing. Sonst wird man so weggestoßen. Und noch einmal. Einmal noch. Ach, whatever. Gut, Crowbar ist irgendwo hier vorne. Und hier ist auch noch irgendwo ein Geist. Ich hab's gehört. Crowbar. Crowbar brauchen wir am Vent? Ich meine, der Vent war das Ding hier, ne? Ja. Wir nehmen einfach das Ding mit, ja klar, warum nicht? Hätte ich jetzt auch gemacht.
Ich habe keine Ahnung, was du damit vorhast, Mädel, aber du wirst schon einen Plan haben. Bringen wir das jetzt zu dem Kart hier? Okay. Und was ist jetzt dein Plan? Ja, ich brauche irgendwas anderes als Munition. Bälle oder Stein oder so. Warum kann ich nicht mehr sprinten? Lass mich rennen. Lass mich sprinten. War hier nicht irgendwo eine Kiste mit Bällen? Da vorne. Ist doch irgendwas, habe ich da gesehen. Give me the balls. Ah! Auf einmal sprintet sie. Ball! Feuer frei! Feuer frei! Das hier vielleicht? Und dann? Oh. Nein, das hätte ich bestimmt auch rennen können, aber... Okay, kommt es auf mich zu? Nein. Was machen wir hier? Wir brauchen einen weiteren Ball. Wir haben wieder die Riesen da, oder... Riese. Sieht eher nach einem Riese aus. Das andere Problem ist, ich habe hier gerade nicht so viel Munition. Was ist das denn hier? Okay. Der ist aber diesmal echt riesig. Nimm dies und Bella auch noch. Und jenes. Und überhaupt. Und dies. Und das. Und jenes. Und jetzt brauche ich erstmal Munition und ziehe mich deswegen ein wenig zurück. Ich hoffe, du kommst nicht bis hierhin. Vielleicht aber schon. Ich weiß es nicht. Die Sicht wird so verschwommen. Nimm dies. Und noch ein. Und das. Und du hast mich irgendwie erwischt. Ja, bei diesen großen Typen verstehe ich manchmal nicht, wie die einen erwischen, weil man einfach nichts sieht. Da hinten. Ja, ich müsste eigentlich noch genug Sachen haben. Hier kann man auch rüber. Als ob man hier nicht rüber kann. Nimm dies und jenes. Wie viel hältst du noch aus? Ich hab keine Munition mehr. Der hält echt viel aus. Aber by the way, wo man, ich gerade sehe, dass man hier hoch kann. Ist hier vielleicht jemand? Vor allem schwebt da irgendwas in der Luft. Alter! Egal, suchen wir danach gleich. Ich weiß wirklich nicht, was mich da erwischt hat, weil die schwarzen Flecken waren noch ein bisschen weit weg. Gehen wir anscheinend erstmal wieder zurück zu unserem Auto. Und holen uns ein paar Nägel. Ein bisschen nervig, dass das so weit weg ist. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe die Kiste noch, aber das ist nicht das Problem. Ich brauche halt auch Gas. Sonst fliegen die Dinger nicht mehr so weit. Und da wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo was ist. So, ich wünschte, ich könnte mir auch ein bisschen Gas einpacken. Wir nehmen es einfach mal so hin. Vielleicht können wir auch hier von der anderen Seite kommen. Das wäre was. Ich meine, das Ding ist ja groß genug. Eigentlich. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Eventuell doch ein bisschen problematisch, aber egal, jetzt laufe ich hier rum. Irgendwo da ist es. Ich meine auch, ich hätte da gerade den Kopf gesehen. Ja, da oben. Da komme ich trotzdem nicht dran, wirklich dran von hier. Ja gut, jetzt sind wir halt einmal komplett außen rum gelaufen, jetzt sind wir wieder hier.
Hopp! 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 Okay, ich bin hier hintergefallen, aber egal. Nimm dies und jenes und überhaupt. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht, wo ich hinschießen muss. Jetzt habe ich schon wieder keine Munition mehr und es ist immer noch da. Hier ist jemand. Drive home. Ja, das würde ich gerne, aber das Problem ist, hier ist so ein großes Ding, das mich verfolgt. Ich weiß nicht, muss ich auf diese Schatten schießen oder muss ich wirklich auf den Körper schießen? Bisher habe ich immer auf den Körper geschossen. Das hat ganz gut funktioniert. Aber I don't know. Bisher war es auch nicht so groß. Es wäre echt schön, wenn hier irgendwo in der Nähe Munition wäre. Ich meine, was ist das? Das sind Bälle. Die funktionieren in der Regel nicht bei dem Ding. Muss ich vielleicht irgendwas anderes machen? Wie sieht's denn hier aus? Jetzt bin ich hier stuck. Wie sieht's denn aus mit dem Start-Ding? Kann ich hier schon irgendetwas machen? Nein, da fehlt mir noch irgendwas. Gib mir mal neues Gas. Und ich glaube, hier war eine Kiste. Ist das Bolzen? Ja. Die nehme ich aber gleich mit. Ich gehe erstmal zum Auto. Einfach aus dem Grund, weil dann habe ich... erfüllt ja automatisch mein Inventar auf, wenn ich die jetzt einsammle. Dann habe ich halt das, was ich aus dem Auto jetzt nehme, plus 20. Also plus eine volle Box. Ich weiß zwar nicht, ob das Gas dafür reicht, aber naja. Wir werden sehen. Kannst du noch so einen neuen Gasbehälter bitte drauf packen? Danke. Ich meine, das hatte sie, glaube ich, vorher auch schon, aber die Animation war nicht da und das macht mich paranoid. Als ob es da nicht funktionieren würde. Warum hört sich das so an, als wäre hier irgendwas? What the fuck? War das schon vorher da? Ach, das ist so ein Seil. Kann sein, dass das Ding ganz schön nah ist hier? Ich glaube, das verfolgt mich. Der schwarze Nebel. Und man sieht ihn einfach nur nicht, wie er einen verfolgt. Ich weiß halt echt nicht, wo ich da reinschießen muss. Okay. Ich habe einfach durch beides durchgeschossen. Hat irgendwie funktioniert. Tree. Key. Das reimt sich. Und da vorne ist jetzt... Reden oder schwarzes Ding? Kommt auf jeden Fall nicht auf mich zu. Es ist, glaube ich, ja, es ist im Boden. Wie komme ich denn auf den Baum hoch? Und ich gehe mal davon aus, der Baum hat den Schlüssel. Hier durch vielleicht? Ich meine, hier war der ja eigentlich. Achso, da musste ich ja das Ding abschießen. Bälle? Ich hätte gern die Bälle. Nicht die Bolzen. Wie kann ich wechseln? Wie kann ich wechseln? Ach so. Piu. Füllen wir mal neues Gas auf. Ich meine, hier wäre ja sogar Gas gewesen, aber... Ach, hier wäre auch Munition gewesen, aber das war ein bisschen sehr nah dran.
Na gut. Hier sind doch bestimmt noch Geister, oder? Die irgendwas zu sagen haben. Jetzt haben wir auch eine erhöhte Position. Irgendwo ist hier jemand. Ich weiß das ganz genau. Das hört man. Die Frage ist wo? Hier am Hebel? Hier in der Ecke? Wo bist du? Hier unten? Hier? Ja, hier. Baldi Hurts. Love Hurts? Baldly Head? I don't know. Das habe ich aber überhaupt nicht daraus verstanden. Na gut, auf zum Baum. Ja, das war die falsche Richtung. Aber egal. Wobei, vielleicht nicht mal. Ich glaube, hier musste man eher her. Ist hier sonst noch irgendwas? Klingt nicht danach. Müssen wir auf diesen Baum hinaufklettern. Ich weiß auch nicht, warum das hier Baum genannt wird. Es ist alles andere, aber kein Baum. Das ist irgendein Konstrukt. Einmal ein paar Mal rumlaufen. Wir dann oben ankommen. Noch nicht oben genug. Das ist ein Baum. Wer hat hier oben einen Baum hingestellt? Und das ist schön, dass es der einzig lebende Baum hier oben ist, den wir jetzt einfach umwerfen. Ich würde einfach mal behaupten, das ist kein echter Baum. Wie soll der überleben in der kleinen Box? Ein Riesenbaum. Ich sehe nichts. Ist hier oben irgendjemand? Key. Sieht nicht wie ein Schlüssel aus. Aber ja. Okay. Und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Wofür ist das ein Schlüssel? Ich würde mal sagen, wir begeben uns zu Start. Ich weiß nämlich nicht, wohin sonst. Ach, kein Fallschaden, ist wunderbar. Ich wollte aber auch noch gucken, ob hier irgendwer auf der Mauer ist. Weil ich meine, ich hätte hier was empfangen, bevor ich gestorben bin. Ich meine zumindest, das wäre irgendwo hier gewesen. Vielleicht auch nicht, vielleicht war das da unten, weil ich höre jetzt nichts mehr. Nee. Scheint alles weg zu sein. Na gut, dann gehen wir doch mal zum Start. Und hoffen, dass der Key irgendwie dafür gut ist. Anscheinend. Let me in. Go, go. Aber wollten wir nicht eigentlich nach unten? Das Vieh war doch im Keller. Das wäre jetzt lustig, wenn jetzt da unten alles voller Schatten wäre. Und die strecken sich so zu uns aus. 6 a.m. Tyler Averill? Ist das ein T? Könnte auch Tyler sein. Aber Tyler wird mehr Sinn ergeben. Wo sind wir? Irgendeinem Berg. Und die Sonne geht auf. Hier ist ein Haus, das allerdings ein wenig eingesunken ist. Hier scheint aber niemand zu sein. Und natürlich, ja, irgendwelche Rohre in
1000 Metern Höhe gefühlt. Irgendwo hinführen. Hier vorne ist auch ein Haus. Ist hier irgendwas? Ja. Auf jeden Fall sowas hier. Wurde jemand von einem blutigen, also von einem Felsen erwischt und noch, ne, das sind irgendwelche komischen Zeichen. Sieht fast ein bisschen aus wie Satan, aber das sind irgendwie wie so Höhlenmenschenzeichnungen. Ja, Geister, ihr scheint schon alle abhauen zu wollen, weil es 6 Uhr morgens ist und die Sonne aufgeht. Hello. Ich komme mir irgendwie gerade ein bisschen vor wie out of bounds. Kann ich mein Auto hierher holen? Mit Kuh? Kann ich das hier öffnen? Was ist denn mein Plan hier? Hier ist ja auch nichts. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Mikrofon nimmt nichts auf. Steine? Muss ich da den Knopf treffen? Geht das überhaupt? Ist der nicht noch hinter einer Scheibe? Ich brauche neues Gas. Hat hier irgendjemand Gas gesehen? Weil das wäre jetzt scheiße, wenn es daran scheitert. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, das hoch genug zu schießen mit so wenig Gas. Vielleicht. Aber es wird auch immer weniger. Wäre fast dran gesprungen. Ich brauche Gas. Gib mir mal was. Kann ich hier irgendwie das auffüllen? Oder ist hier irgendwo was? Sie können doch nicht vergessen, hier Gas hinzustellen. Was ist das hier vorne? Das sieht gut aus. Wollte schon sagen. All die Mühe und dann vergessen sie da oben Gas hinzustellen. Dann kann ich den Knopf nicht betätigen. Wenn ich nicht genug Power habe für meine Shotgun. Ist trotzdem ganz schön weit weg. Na, geht doch. Open Salami. Ist einfach hochgefahren. Ich tausche mal lieber noch mein Gas aus. Ich brauche bestimmt gleich noch mehr. Kann ich auch nicht öffnen. So ein Aufzug. Aber wie komme ich da hoch? Hm. Wahrscheinlich einfach hier rüber. Einmal außen rumlaufen. Schönen Umweg. Ist auch irgendwie so still. Zu still. Was für Hölle ist das? Helikopterlandeplatz. Das ist ein sehr merkwürdiger Aufzug hier. Eine ganze Steine. Hallo? Der Code, der führt nach draußen, aber ich komme doch auch anders nach draußen. Irgendwer hier? Mit der Tür hier. Hallo? Was will ich denn hier drin? Setze ich mich jetzt hier hin und warte? Sprechanlage? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier muss noch irgendwie was anderes sein. Oder ich brauche noch was anderes. Vor allen Dingen so ein Code oder so. Aber kann ich nicht zumindest die Tür hier benutzen und dann... Ich meine, ich war doch jetzt schon einmal hier drin. Das reicht doch. Suchen wir halt noch so eine Art Code oder sowas. Hier reingucken. Aber irgendwie sehe ich nicht viel. Habt ihr das auch gehört? Oh. Aber ganz ehrlich, diese eine Tür, die muss doch einfach nach draußen führen, oder?
Das wird doch die Tür hier sein. Für den Code. Das geht doch gar nicht anders. Das ist hundertprozentig die Tür. Aber was soll ich denn da? Oder ist da noch ein Raum zwischen? Vielleicht ist da auch noch ein Raum zwischen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich da nicht reinkomme, weil ich keinen verdammten Code habe. Wo soll ich den herhaben? Hier ist auch keine Tür. Wie sagt das, der Code muss ja auch irgendwas Physisches sein, was ich finden kann. Hier ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, ich komme hier auch nicht rum. Was ist denn das da oben? Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Immerhin gehen mir nie die Gasflaschen aus. Das ist schon mal sehr gut. Keine Ahnung. Zurück zu dem einen Haus da vielleicht. Da vielleicht irgendwas. Habe ich da irgendwas übersehen? Aber groß war das Haus hier jetzt auch nicht. Hello, Code. Ich meine, hier sind mehrere Steine, aber damit kann ich auch nichts anfangen. Ich sage ja, das ist ja nicht so, dass ich irgendwie einen Code mit meiner Geisteskraft herausfinden müsste. Sondern es ist etwas Physisches, was ich finden muss, so wie bei dem anderen Code gerade auch. Ein Charakter muss es kennen, nicht ich. Aber hier ist nichts. Das ist einfach nur ein zerfallenes Haus, das irgendwann den Berg runtersegelt. Und ganz am Anfang? War da irgendwas? Kriegt man einmal keine Tipps in diesem Spiel und nichts funktioniert mehr, ey. Kann ich in das Haus hier irgendwie rein? Will ich da überhaupt rein? Sieht auch nicht so aus, als könnte ich da rein. Kann ich da nebenher springen? Nein. Sind auch überall unsichtbare Wände. Ich kann auch nicht einfach runterspringen. Kann ich zurückfahren? Nein, den Hebel kann ich auch nicht betätigen. Hätte mich auch gewundert, weil so als ob man im anderen Level irgendwas findet. Das muss hier überall sein. Hier geht's auch nicht lang. Ja, keine Ahnung. Bin hier am Rand herlaufen. Und die Paranoia zu kreieren, dass man jeden Moment runterfällt, obwohl es gar nicht geht, weil da eine unsichtbare Wand ist. Hier ist auch nichts, ne? Nein. I don't get it. Hier irgendwas drinnen übersehen? Ich meine, das ist das Einzige, was ja irgendwie in Frage kommt. Das würde ja wenigstens auch Sinn machen, wenn drinnen irgendwas wäre. Hier drin ist auf jeden Fall irgendwas am Rauschen. Was ist das denn hier? Auf jeden Fall nichts, was man einschießen kann. Und Fenster kann ich auch nicht zerschießen, ne? Nein. Die fangen zwar an schön zu leuchten, aber gehen nicht kaputt. Naja. Was ist denn, wenn wir den hochfahren lassen? Secret Tunnel, Secret Tunnel. Und man muss sterben. Aber die kann ich auch nicht öffnen. Ja gut, ne? Da denkt man, man kommt weiter. Und dann ist man hier an so einem Ort, wo es einfach nicht weitergeht. Nevermind. Relle. Kann ich noch mehr umschmeißen? Ich muss es nicht, aber ich find's lustig.
Leer. MD. Klopapier. Und was ist das? Hey Lucy. I'm sorry it had to end this way. Please believe me when I say my hands are tied. The front entrance is shut tight, so please leave through the supply entrance. The combination is 14241. Thank you. Jay. Empty. Kann ich duschen? Warum ist sowas überhaupt in der Dusche? Was passiert hier? Das klingt nicht nach einem Geräusch, was eine Tür machen sollte. Das ist das gleiche Geräusch wie locker. Kann ich trotzdem nicht hier durch? Scheint nicht. Ich glaube, der Locker ist verbuggt, weil jedes Mal, wenn ich E drücke, kommt das Geräusch. Ja gut. Müssen wir jetzt mitleben. Was haben wir hier? 2. Wunderschön. Was fangen wir damit an? Immerhin hört man jetzt jedes Mal, wenn ich E drücke. Oh. Hast du irgendwas gemacht? Kann ich jetzt hier vorne raus? Antwort ist nein. Was fange ich denn jetzt mit der Karte an? Und warum habe ich jetzt diese Tür hier unlocked? Oh, die Tür ist offen. Das ist nett. Ach du Kacke. Ja, Patientenbetten. Warum mitten auf dem Berg? Und hier ist nirgends so etwas drin. Patientenbetten hatten wir doch auch schon unten in dem allerersten Gebiet gefunden. Die sahen nur nicht so schön aus. Die sah locker. Ich bin selber ein Geist oder ich kann Geister verscheuchen, weil ich sie einfach darüber locken kann. Hier sind ganz viele Bilder, aber die kann man sich auch nicht angucken. Ja, immerhin unterschiedliche Bilder. Gibt's da was? Nein. Nur ein bisschen Lichtspiegelung oder sowas. Hm. Wir kommen näher an den Lockerherren. Dann hört es. Das ist anscheinend eine Kantine hier oder Küche. Oder beides. Sieht aber ein bisschen verbrannt aus irgendwie. Aber warum nur die Tische? Ja, das sind die locker wieder. Kann ich das eigentlich fixen? Das ist ganz offensichtlich der Locker hier, der verbuggt ist. Oder auch nicht. Sind einfach alle. Sind einfach alle locker. Naja. Geht's noch weiter? Hier ist sonst nichts mehr. Und Geister sind hier ja auch nirgendwo. Man hört ja einfach gar nichts. Wow! Okay. Looks like this was a reception area once upon a time. Ja. Hier ist einfach ein leerer Raum. Auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann hier reingehen, ne? Und dafür brauchen wir die Karte. Wahrscheinlich wie so eine Art Aufzug. Irgendwas hier? Nein. Hat uns nur in die zweite Etage gebracht. Riesenhandschuh. Weiß nicht, das Ding ist wahrscheinlich entweder mega bequem
oder mega unbequem. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Okay. Hello, Yale. This is Bobby. The code to my bedroom is written on your day chart. You must learn the code before the chart is archived. Visit me at night when the siblings are asleep. I'll be waiting for you. What the fuck? Ultra creepy? Ich kann's nicht ausmachen. Oh, was zur Hölle geht hier denn ab? Das ist der Code, den ich brauche. Und hier ist das Archive, wo ich nicht reinkomme. Wunderschön. Hier haben wir noch eine Karte. 1 und 2. Noch so ein Bild, aber ich brauche gerade keine Munition. Eins brauchen wir, um in die erste Etage zu kommen, und 2 für die zweite. Ja, das ist gut, dass wir da oben eine Karte gefunden haben, sonst hätten wir hier ein bisschen festgesteckt, oder nicht? Denkst du überhaupt nach, bevor du handelst? Ja, wo gehen wir jetzt hin? Das ist jetzt der schnellste Weg hier raus. Hier durch. Bin wahrscheinlich immer noch nicht hier runter, ne? Nein, hier ist auch nichts offen. Ja gut, dann gehen wir zu den 20 Millionen Marken, die alle sagen Jill. Oh, die sind alle drin. Zu den Krankenbetten. Ich dachte, das wäre draußen, weit weg, bei den Häusern. Nevermind dann. Dann gehen wir wohl einmal hier durch. Und gucken uns wahrscheinlich jedes Krankenbett an. Nehmen wir das jetzt auch alles mit? Nee, wir schmeißen es einfach aus dem Boden, auf den Boden. So, ist nicht unsers. Ist das unsers? Das ist ein Kerl. Natürlich ist es nicht unsers. Schmeiß weg. Ist das unsers? Anscheinend nicht. Und wahrscheinlich jedes einzelne angucken. Wobei die Sachen, wo ein Kerl drauf abgebildet ist, könnten wir eigentlich echt überspringen. There is no combination here. Must be somewhere in the archive. Da war ich gerade. Da kam ich nicht dran. Okay, die anderen sind immerhin. Open the door. Weiß nicht, was das für eine Technologie ist mit so einem Bewegungssensor oder was das für eine komische Tür ist. Aber egal. Archive. Achso, jetzt kann ich da so dran. Use Jill's Chart, natürlich. Kommt schon irgendetwas auf mich zu? Bis jetzt noch nicht. Combination? Rüste deine Waffe aus, Mädel. Hello? Etage 4. Was ist mit Etage 3? Hm. Sehr komisches Zimmer hier. Sind vor allem Betten? Waschbecken. What the fuck geht hier ab? Was ist das für eine Kammer? Ab nach oben. Aufs Dach? Ja, natürlich. Was soll ich denn hier? Jetzt mal echt, was soll ich hier? Hier ist nichts. Ich meine, kommen wir von hier aus vielleicht in den dritten Stock? Wenn hier irgendwo ein offenes Fenster ist oder so? Tatsache. What the fuck ist das für ein Design hier? Das ist so, was soll man mit diesem Space machen? Deswegen baut man keine runden Wände. Das ist einfach ineffizient. Koffer. Ohne Ende Koffer. Und der Aufzug.
Aha. Danke, dafür ist die Kamera da. Ich meine, ist sie auch wirklich physisch da. Dass wir wissen, da unten ist der Gang aufgegangen. Weißt du jetzt auch, dass du uns nach unten bringen sollst? Anscheinend. Immer dieser leere Raum. Ich weiß auch nicht, wofür der da ist. Da war einfach noch Platz. Oh, es geht noch weiter? Oder ist das jetzt das Ende? Ich meine, es war nur geraten. Ja, tatsächlich. 7 a.m. Jill Edwards. War nur geraten, dass es halt bis 6 a.m. geht, weil das so typisch für Spiele ist, bei 6 a.m. zu enden. Es geht noch weiter. Okay, begeben wir uns hier in einen Sumpf. Ist auf jeden Fall verdammt laut hier. Aber immerhin keine Geister zu hören. Die Tür ist zu. Boah, ich sehe fast gar nichts, ey. Und ja, meine Lampe ist an. Alter. Warum ist das so verdammt laut? Ich glaube, Jill ist ein bisschen tot. Was ist hier passiert? Warum ist hier ein Stein? Wo kam der überhaupt her? Wie ist das passiert? So, der kann doch gar nicht hier runtergefallen sein. Da ist ein Rohr, hängt da drüber. Und jetzt? Was ist mein Plan? Hast du dazu nichts zu sagen? Oder willst du hier irgendetwas tun? Jill. Das war die Kapsel der Kammer? Das sah eher aus wie ein riesiger Stein. Wir sind selber so eine Gestalt. Nett. Müssen wir wohl darauf warten, dass irgendwer anders kommt und uns da rettet. Auch wenn ich nicht weiß, was man dann genau zu tun hat. Aber wahrscheinlich wäre es sinnig, diese Maschine da zu zerstören. Aber wer auch immer jetzt als nächstes hier hinkommt, weiß ja immerhin, dass ein Geist dabei ist, der nicht 1971 gestorben ist. Das heißt, man sollte nur alle Geister fragen, wann sie gestorben sind. Und dann kommt man heraus, dass man wahrscheinlich nicht, das einfach öffnen sollte. Ja, wobei, keine Ahnung.
Ja, nettes Spiel. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf den zweiten Teil, inwiefern der dieses Konzept weitertreibt oder auch verändert oder verbessert. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass er anders sein soll als der erste Teil. Aber zumindest die Geschichte mit aufgreift. Was auch immer jetzt genau die Geschichte hier war. Ich weiß jetzt nicht, wer am Ende Jill war. Das habe ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Also es war offensichtlich irgendwie eine Bekannte oder eine Freundin von uns, die wir gesucht haben. Aber ich dachte, wir sind da mehr hingegangen, um Geister zu suchen. Also das Ende weiß ich jetzt nicht so ganz, warum da auf einmal jemand in der Maschine sitzt. Da müsste man sich wahrscheinlich noch ein paar Theorien zu durchlesen, weil das alles nicht so einsichtig ist. Oder es wird halt einsichtig, wenn wir hier irgendwas machen. Kann nicht klicken. Wird wahrscheinlich einsichtig, oder man könnte es wahrscheinlich durch alle Geisterbotschaften und sowas ermitteln, was da genau abgegangen ist. Aber ja, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen komplex, das zu erfahren. Keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie sowas raussuche für das nächste Game, dass ich dann am Anfang der nächsten Folge praktisch erzähle, worum dieses Spiel hier ging, damit wir dann die Story weiter aufgreifen können und in das zweite Spiel reinstarten können. Aber ja, wir könnten noch ein paar Areas revisiten. Wir haben ja auch nicht, das ist halt auch die Sache, wir haben ja auch nicht alle Tonbänder gefunden und müssten uns die auch alle nochmal anhören. Aber ja, hier steht leider nicht, wie viel wir gefunden haben. Es ging 12 Stunden. Von 7 p.m. bis 7 a.m. Und ich komme hier nicht zurück. Ja, aber keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann weitergeht im zweiten Teil. Und damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Silvio 2. Bis dahin. Bye bye.